Heute sehen wir uns 10 empfehlenswerte Survival-Spiele an, bei denen ihr ums Überleben kämpfen müsst und dabei viel Freiheit habt, zu tun, was euch Spaß macht. Es geht also nicht um sowas wie Dead Space, wo ihr eine lineare Story erlebt, oder Dead by Daylight, wo ihr in Multiplayer-Matches antretet, sondern eher Spiele mit Sandbox-Charakter. Alle Spiele gibt es für den PC, viele aber auch für die PlayStation oder Xbox und eins sogar auf der Switch. Sortiert sind die ausgewählten Titel nach der Anzahl der Spieler auf Steam. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines, wo ihr mit wenigen Klicks euren Wunsch-PC zusammenstellen könnt. Ihr kauft hier völlig ohne Risiko, denn alle PCs kommen mit einer 30-Tage-Rückgabegarantie. Jetzt auf gamemachines.de. Das erste Spiel in unserer Liste ist Obsidians Hommage an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Nur wenige Millimeter groß müssen wir im gefährlichen Mikrokosmos eines recht wilden Gartens überleben, wobei es wichtig ist, dass ihr immer genug Flüssigkeit und Nahrung zu euch nehmt, um keine Lebensenergie zu verlieren. Es gibt zahlreiche Insekten, von denen euch viele gefährlich werden können. Einige werdet ihr erlegen müssen, um neue Ausrüstung craften zu können, die euch widerstandsfähiger und euch das Leben leichter macht. Es gibt einen Story-Modus rund um verrückte Wissenschaftler und Roboter, an dessen Quests man sich entlanghangeln kann. Im Online-Koop-Modus dürfen bis zu 4 Spieler zusammenarbeiten. Seit etwa einem halben Jahr ist das ursprüngliche Early Access-Spiel fertig. Viele loben die abwechslungsreiche Gartenwelt sowie die Grafik und Performance des Spiels. Nennenswerte Bugs gibt es, abgesehen von denen, die in das Spiel gehören, nicht mehr. Wie auch Grounded hat es Raft im letzten Jahr aus dem Early Access herausgeschafft und einen großen Spieleransturm erlebt. Zeitweise waren über 100.000 Spieler in dem Titel unterwegs, dessen Programmierung 2016 mit 3 schwedischen Studenten an der Universität Uppsala startete. Man muss hier auf dem Meer überleben, Ressourcen sammeln, Werkzeuge herstellen, Nahrung anbauen und sich vor Gefahren wie Haien, Stürmen oder auch anderen Spielern schützen. Durch das Update auf die Version 1.0 wurde das finale Kapitel der Story hinzugefügt. Am meisten Spaß macht das Spiel natürlich zusammen mit Freunden. Jeder kann sein eigenes Spiel hosten und es gibt auch keine Spielerbegrenzung. Allerdings kann es bei zu vielen Spielern zu Problemen kommen, sodass man von maximal 8 Personen ausgehen sollte. Für Konsolenspieler gibt es als Alternative zu Raft immerhin Stranded Deep, das aber leider nicht die gleiche Qualität wie Raft erreicht. Das Survival-Horror-Spiel The Forest stammt von dem kanadischen Entwicklerstudio End Night Games und ist mit 96% positiven Bewertungen auf Steam das Spiel mit dem höchsten Wert in dieser Liste. Spieler müssen auf einer abgelegenen Halbinsel überleben, die von kannibalistischen Mutanten bewohnt wird. Das Spiel bietet einen Tag-Nacht-Zyklus, ein Crafting-System, Basenbaumöglichkeiten und einen Koop-Modus. Der Multiplayer-Modus unterstützt standardmäßig bis zu 8 Spieler. Es gibt auch die Möglichkeit, bis zu 128 Spieler zu hosten, was jedoch nicht empfohlen wird. Man kann selbst einen Server betreiben oder auch einen mieten, auf dem sich Freunde dann einloggen können. Freunde der Virtual Reality können The Forest auch mit einem Steam-kompatiblen VR-Headset erleben. Der Modus ist nicht perfekt, liefert aber natürlich noch mehr Immersion und kann auch mit der Optik überzeugen. Seven Days to Die wurde bereits im Jahr 2013 als Early Access Fassung auf die Spielerschaft losgelassen und wirkte lange Zeit sehr unfertig und buggy. Tatsächlich ist es immer noch im Early Access und sicherlich nicht perfekt, wurde in den letzten Jahren aber zunehmend beliebter. Der Titel bietet eine Kombination aus Ego-Shooter, Survival-Horror, Tower-Defense und Rollenspiel. Die voxelbasierte Sandbox bietet Spielern eine Menge Freiheit. Die PC-Version wurde über die Jahre mit verbesserter Beleuchtung, Schattentexturen und Partikeln immer weiter optimiert. Mit Mods lässt sich noch mehr aus dem Spiel herausholen. Das gleiche gilt leider nicht für die Konsolenversion von 7 Days to Die, denn die erhielt ihr letztes Update im Jahr 2017. Die Entwickler setzen ihren Fokus klar auf die PC-Version und planen eine ganz neue Konsolenversion für die Zukunft.
Ein Spiel, das eine Zeit ziemlich gehypt wurde, ist Valheim. Es konnte direkt zum Start mit einer reduzierten, aber dennoch schönen Grafik, der nordischen Mythologie sowie mit den Survival-Elementen wie auch dem spaßigen und herausfordernden Kampfsystem überzeugen. Als gefallener Krieger werdet ihr von Odin in die 10. Welt geschickt, um sie zu erobern und dort verbannte Monster zu bekämpfen. Man kann alleine oder mit bis zu 9 anderen Spielern unterwegs sein und viele unterschiedliche Waffen, Gebäude und Gegenstände herstellen. Valheim hat sich bereits über 10 Millionen Mal verkauft, befindet sich aber immer noch im Early Access Programm von Steam. Auf der Xbox wurde es inzwischen auch im Preview Programm herausgebracht. Es ist aktuell auch Teil vom Game Pass für die Xbox und den PC. Auf die Frage nach einem PlayStation Release wurde mitgeteilt, dass es hierzu aktuell keine Pläne geben würde. Aber man wisse ja nie. Das Survival-Spiel DayZ ging ursprünglich aus dem gleichnamigen Arma 2 Mod aus dem Jahr 2012 hervor. DayZ erschien 2013 im Early Access auf Steam und wurde Ende 2018 final veröffentlicht. Kurze Zeit später erschienen ebenfalls Konsolenversionen für die Xbox und PlayStation. Ihr befindet euch in einer postapokalyptischen Welt, die von einer Zombie-Epidemie heimgesucht wurde. Natürlich müsst ihr auch hier Nahrung, Wasser, Waffen und andere Ressourcen finden, um zu überleben. Neben Zombies machen euch insbesondere andere Spieler das Leben schwer. Das Spiel wird immer noch mit Updates versorgt. Im Jahr 2022 kamen mehrere Patches, die unter anderem neue Fahrzeuge, Wettereffekte und Animationen hinzufügten. Erst Ende Februar 2023 gab es ein Update mit zahlreichen Verbesserungen. Auch die Konsolenversionen werden nach wie vor gepflegt. Auf Steam gibt's außerdem eine große Community, in der unzählige Mods und Zusatzinhalte geteilt werden. Ein Spiel aus dem Jahr 2013, das aussieht wie aus den 90ern und sich immer noch im Early Access befindet, ist so beliebt? Ja, ist es. Und 94% der letzten Bewertungen sind positiv. Innerhalb der letzten 2 Jahre haben sich die Spielerzahlen auf Steam vervielfacht. Auch wenn das Zombie-Survival-Spiel mit seiner Grafik nicht so sehr überzeugen kann, so werden insbesondere die Spieltiefe und der Realismus gelobt. Man kann zwischen 4 verschiedenen Spielmodi wählen, die man sowohl im Singleplayer wie auch im Multiplayer erleben kann. Einige Server unterstützen bis zu 64 Spieler gleichzeitig. Man kann sowohl mit anderen Spielern zusammenarbeiten, wie auch in Gruppen gegeneinander antreten. So kann man sich seine eigene Walking Dead-Geschichte schreiben. Denn das ist etwas, was das Spiel besonders macht. Hier entfalten sich Geschichten, die den Spielern in Erinnerung bleiben. Ihr werdet oft sterben, dann aber aufstehen und weiterspielen wollen. Project Zomboid, the ultimate zombie survival RPG. Bei ARK Survival Evolved strandet man auf einer mysteriösen Insel, die von urzeitlichen Kreaturen bevölkert ist. Und es wird euch überraschen, aber es ist auch hier an euch, zu überleben und euch weiterzuentwickeln. Besonders ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dinosauriern und andere prähistorische Tiere zu zähmen oder zu bekämpfen. Es gibt außerdem eine Storyline mit zahlreichen Geheimnissen zu entdecken. Vieles von dem, was ARK heute ausmacht, muss dazugekauft werden. Es gibt inzwischen einige DLC-Pakete für das Spiel, von denen die großen kostenpflichtig sind. Scorched Earth bringt eine Wüstenkarte samt passender Fauna, Aberration, eine unterirdische Karte mit mutierten Kreaturen und Strahlungsgefahren, Extinction, eine postapokalyptische Karte mit riesigen Titanen und mechanischen Wesen und Genesis, Simulation mit einer künstlichen Intelligenz. Das Survival-Spiel Rust wurde erstmals im Dezember 2013 im Early Access Programm von Steam veröffentlicht und erschien im Februar 2018 als vollwertiges Spiel. Erst im Mai 2021 erschien es für PlayStation und Xbox-Konsolen. Der Titel hat sich seit der Ursprungsversion stark verändert, ist aber immer noch gnadenlos. Es geht darum, auf einer Insel zu überleben, indem man sich vor anderen Spielern, Tieren und der Umwelt schützt. Man macht Feuer, errichtet einen Unterschlupf und organisiert Nahrung. Besonders andere Spieler können einem das Leben wirklich schwer machen.
Es gibt nämlich keinen Singleplayer-Modus, es sei denn, man hostet seinen eigenen Server und lässt keinen rein. Es gibt inzwischen einige DLC-Inhalte, die jedoch keinen wirklichen Einfluss auf das Gameplay haben. Es geht hier nur um sowas wie Musikinstrumente oder zusätzliche Outfits. Der Spitzenreiter dieser Liste ist Sons of the Forest, das erst am 23. Februar 2023 in den Early Access startete und direkt an die Spitze der Survival Steam Charts stürmte. In dem zweiten Teil landet ihr als Teil eines Spezialkommandos auf einer Insel auf der Suche nach vermissten Forschern. Auch hier dürft ihr euch mit gefährlichen Kreaturen und Kannibalen auseinandersetzen, was aber nicht immer gleich töten heißen muss. Ihr werdet Ressourcen sammeln, eine Basis bauen, Fallen stellen und euch gegen die Angriffe der Feinde wehren. Das geht alleine oder mit bis zu 8 Spielern, die zusammenarbeiten können. Auch wenn rund 80% das Spiel positiv bewerten, sollte man nicht vergessen, dass es noch nicht fertig ist und es noch viele technische Probleme und Bugs gibt. Dazu könnte die Abwechslung an Gegnern, Waffen und Gebäuden noch höher sein. Dafür werden jetzt schon die tolle Grafik und Atmosphäre, die motivierende Herausforderung und die spannende Erkundung der Insel sowie der gute Mod-Support gelobt. Get down, son! Welche Survival-Spiele könnt ihr persönlich empfehlen? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!